Viele folgen mir, ja, weil sie wissen wollen, wie das Leben funktioniert. Und sie glauben auch, und du glaubst auch, wenn du mir hier zuhörst, dass das Leben in deiner Hand liegt, dass du haben, machen, manifestieren kannst, was du möchtest. Und das Entscheidende daran ist, zu verstehen, dass das, was ich manifestiere, manifestieren will, nicht außerhalb von mir existiert. Es existiert nichts außerhalb von mir. Rein, ganz und gar nichts. Und das ist so schwer für unseren Verstand zu verstehen, dass wirklich alles, was ich haben möchte, innerhalb von mir stattfindet. Und weil es innerhalb von mir stattfindet, das ist es ausschlaggebend, wer ich bin. Es ist einfach diese Arbeit, erst festzustellen, wer ich in Wahrheit bin, alle Masken, alle Filter, alle Bedingungen, alle Einschränkungen abzulegen, um festzustellen, dass ich tatsächlich ein energetisches Wesen bin, ohne Grenzen. Und dass meine Energie das ist, was manifestiert und nicht irgendetwas Festes. Festes, Manifestes kann nicht manifestieren, sondern das Feste, das Manifestierte kommt aus dem Energetischen. Und Energie ist unendlich und ich bin der einzige Einflussfaktor auf die Energie in meinem Universum. Und das ist so crazy und spooky für unseren Verstand, dass der uns da wirklich schwierig hinlässt. Und deswegen erkläre ich das immer mit allen möglichen Beispielen, Worten, Ansichten, dass man sich das besser und besser vorstellen kann, woher kommt die Energie, die sich nachher manifestiert. Und nenn es universelle Energie, egal wo sie herkommt, sie ist einfach da. Und du bist da. Du bist da als Schöpfer, als Erschaffer der Form für die Energie. Und das hundertprozentig anzunehmen und anzuerkennen, bedeutet für mich hier als Verkörperung, dass ich wissen muss, dass ich komplett in Ordnung bin, so wie ich bin, dass mein Wesen hier, wie es sich zeigt, nichts damit zu tun hat, was ich wirklich in mir trage. Ich trage in mir göttliches Design, perfektes Design. Und mein Wesen im Außen muss jetzt mal sich von dieser Lüge befreien, dass ich irgendwie nicht gut genug bin, dass mein Humor nicht gut genug ist, dass meine Vergangenheit nicht gut genug ist, dass irgendwann mein Körper, meine Befindlichkeit, meine Emotionen, dass irgendetwas an mir fehlerhaft sein muss. Von dieser Vorstellung muss ich mich befreien, damit ich in meine volle Macht und Power komme. Diese Vorstellungen, die ich nicht alle einschränken durch Bedingungen, die einfach immer wieder dazu führen, du hast was falsch gemacht, du bist nicht gut genug. Das gilt es abzulegen. Und dann im Schluss ist das mein Brand. Das ist meine Identity. Das ist mein Personal Brand. Und wenn ich diesen Personal Brand gefunden habe und den liebe und nach außen trage, dann bin ich da, wo ich alles haben kann, was ich möchte. Mein Traumjob, mein Traumbusiness, mein Traummann, mein Traumhaus, meine Traumreisen. Hallo Manu. Aber das ist der Kern. Ich bin der Kern. Mein Ich bin Brand. Solange ich irgendetwas an diesem Ich bin Brand auszusetzen habe, bin ich limitiert. Bin ich nicht in meiner vollen Kraft? Habe ich immer wieder einschränkende Gefühle, habe ich immer wieder Ängste, schäme mich irgendwie, trau mich nicht so zu sein, wie ich eigentlich bin, versuche irgendwie anders zu reden, versuche irgendwie einen anderen Humor zu haben, versuche irgendetwas zu verändern.
Und genau das ist das, was die meisten Menschen versuchen. Und deswegen kommen sie nie dahin, einfach diesen I am, ich bin Brand hier über diesen Erdboden tragen zu lassen. Und aus diesem I am Brand, ich bin, manifestiert sich alles. Und wenn ich irgendwelche Einschränkungen habe, und das merke ich halt immer wieder in den Coachings jetzt in das Portal oder auch im Ultramind. Und im Ultramind, die Ladies, die sind ja schon wirklich lange dabei und es hat sich so viel getan. Und es geht immer noch mehr, weil diese Ausgrabungsarbeiten, die sind halt ein bisschen anstrengend, weil ich immer wieder und wieder irgendeine Bullshit-Story, eine Bullshit-Angst, eine Bullshit-Annahme in Bezug auf irgendetwas muss ich erkennen und ablegen. Bis zum Schluss, bis mein Kristall wirklich da ist, mein I am kristallklarer, diamantener Brand ist da, jeden Moment und hat keine Flecken, darf scheinen und es gibt nichts mehr, was ich mir einrede oder was ich mir sage, dass es nicht gut ist. Und dann wird mein Leben so gut. Und wenn mein Leben so gut ist, dann fühle ich mich erfüllt. Und wenn ich mich erfüllt fühle, bedingungslos, nicht weil etwas Tolles passiert ist oder weil ich etwas Tolles manifestiert habe, sondern ich fühle mich einfach so gut, weil ich einfach so gut bin. Ich fühle keinen Mangel mehr, ich fühle keine Angst mehr, ich fühle keine Scham mehr, ich fühle keine Zurückhaltung mehr, ich fühle keine Unterdrückung mehr, sondern ich fühle Erfüllung. Und das ist das, was man Liebe nennt. Erfüllung. Deswegen wollen wir Liebesbeziehungen, weil wir dieses Gefühl der Erfüllung, der Erfülltheit, des Gutgenuges, das wollen wir manifestieren im Außen. Und das Einfachste oder das Klarste und Direkteste ist es halt, das in einer Liebesbeziehung zu manifestieren. Aber es ist eben nur, ich pushed out. Und ich kann mich überall hin outpushen. Ich kann mich in jeden anderen Menschen outpushen. Ich kann mich in jedem anderen Menschen meine eigene Erfüllung sehen und erkennen. Und dazu sind wir hier. Und das ist heilend. Das ist heilsam. Das heilt Körper, Geist und Seele. Und das heilt unsere Welt. Aber solange ich hier noch unterwegs bin und nicht Erfüllung sehe, solange ich überall Mangel sehe, fängt der Mangel in mir selber an. Und dann habe ich einen mangelhaften Brand. Mein I am ist nicht in Ordnung. Da ist ein Fehler noch drin. Und diesen Fehler seh ich. Und der wird outgepusht. Und andere sehen diesen Fehler auch. Und dann kriege ich es gesagt. Dann kommt einer her und sagt, was hast denn du für einen komischen Humor? Oder was hast denn du für einen Kleiderstil? Oder wieso verdienst du nicht mehr Geld? Dann kriege ich diese Outpushe, dann kriege ich das gesagt. Das ist die beste Informationsquelle. Das ist das Einzige, was das Außen, die manifeste Realität für mich darstellt, ist eine Information über mich. Und letztendlich bin ich halt einfach nur mit mir alleine und sehe mich überall wieder, spiegle ich mich in jeder Person, spiegle ich mich in jedem Moment. Ich spiegle mich sogar in meiner Emotion. Auch meine Emotionen sind Reflexion von meinem I am Zustand. Ich bin. Und dann traurig. Bam. Ich bin traurig. Sag dir mal fünfmal, ich bin traurig. Nach dem fünfmal spürst du traurig. Und genauso kannst du dir sagen, ich bin freudig, ich bin freudig. Nach dem fünften Mal spürst du, ich bin freudig. Das ist unsere Power. Wir manifestieren alles. Wir manifestieren unsere Emotionen. Unseren Körper, unser Leben, unser Bankkonto, unser Aussehen. Und es gibt nur einen Kern, das ist das I am, ich bin. Und wenn du dich selber als perfekten Brand sehen kannst, als perfekte Marke, als perfektes Unikat, das nach außen getragen wird, weil es der Kern, die Ursache von allem ist, was danach kommt. Überleg dir das mal. Was ist ein bekannter Brand? Nike. Nike ist ein super bekannter Brand. Alles, was Nike macht,
Man macht immer den gleichen Rückschluss. Nike T-Shirt, Nike Schuhe, was auch immer. Wenn Nike ein Auto machen würde, dann wäre es Nike Auto, totaler abgefahrener Sportswagen und so weiter und so fort. Das ist Branding. Und wir sind gebrandet. Aber uns ist ein Brandzeichen verliehen worden, unserer Vergangenheit, unserer Geschichte, unserer Gesellschaft. Ein Brandzeichen, in dem alle Annahmen, Überzeugungen und Rückschlüsse eingebrannt sind. Und wir glauben, das ist unser Brand. Aber jetzt geht es darum zu erkennen, dass dieses Brandzeichen, das an uns klebt, dass wir das abziehen dürfen und dass wir unseren Divine Design Brand rausholen und den zutage tragen. Und dieser Divine Design Brand sieht eben keinen Mangel, sieht keine Einschränkung, sieht keine Unterdrückung, sondern dieser Brand ist einfach da und total erfüllt durch sein göttliches Design, durch seine göttliche Wahrhaftigkeit. Und dann will sich das im Außen zeigen. Aber ich kann niemals etwas im Außen finden, wenn meine Überzeugung ist, es ist nicht da, es existiert nicht. Die Erfüllung dessen, was ich mir wünsche, eine glückliche Welt, ist nicht gegeben. Ich sehe nur Unglück und Trauer. Dann trage ich das in mir. Und ich kann es nur in mir transformieren, indem ich sage, okay, in mir muss das Glück wohnen, in mir muss die Erfüllung meiner Wünsche zuerst wohnen, damit ich sie outpushen kann, damit ich ein Ausdruck dessen sein kann. Und dann habe ich alles, was mit dem in Einklang ist, mit Erfüllung, mit Glück, mit Freude, in meinen Lebensbereichen. Da kann ich das überall drauf projizieren, die Erfüllung, das Glück, das Divine Design, das ich in mir trage, kann ich projizieren auf mein Business, kann ich auf meinen Job projizieren, auf meinen Liebsten, kann ich das projizieren, auf meine Kinder. Und die meisten Leute projizieren einfach ihr eingeschränktes, unterdrücktes, kleines Branding auf ihre Lebensbereiche und auf ihre Kinder und haben dann das Gefühl, es herrscht nur Unterdrückung und niemand ist frei. Wir können das ändern. Jeder hat seine eigene Welt, jeder hat sein eigenes Universum. Das ist gebrandet von dem Ich Bin Brand, der jeder selber für sich wahrnimmt und annimmt. Und es gibt nur einen wahrhaftigen Brand und das heißt einfach, ich bin göttlich, ich bin aus göttlichem Design. Und dazu muss ich verstehen, wenn ich göttlich designt bin, perfekt und in absoluter Ordnung und Erfüllung ohne Mangel, was sind meine Ansichten? Gesetz der Ansicht, Annahme Neville Goddard, oder? Das müsste eigentlich Gesetz der Ansichten heißen. Das ist einfach eine Übersetzung, oder? Law of Assumption. Aber es sind die Ansichten auf Deutsch eigentlich. Viel, viel mehr, besser gesagt, wie die Annahmen. Das sind die Rückschlüsse. Das ist Law of Assumption. Das ist so viel mehr als Annahmen. Es ist Überzeugung und du kannst niemals gegen deine Überzeugung handeln. Und wenn du glaubst, du bist fehlerhaft, wenn du glaubst, irgendwas ist an dir nicht in Ordnung oder nicht liebenswert, dann bist du noch in deinem Human Design Brand, hast du dein Brandzeichen noch nicht abgelegt. Und ich bin hier, um genau zu erklären, wie das geht und dass es nur so geht, dass Manifestation nur so funktionieren kann und dass es nie so funktioniert, dass mein mangelhafter Human Design Brand irgendetwas im Außen manifestiert. Es wird sich immer im Großen und Ganzen, werde ich mich selbst manifestieren da draußen. Ich manifestiere mich, ich bin mein Auto, ich bin alles, ich bin mein Bankkonto. Und wenn ich im Überfluss bin, wenn ich im überfüllten Überfluss bin, absolut erfüllt und überfüllt von Divine Design, von Erfüllung. Ich will nicht Liebe sagen, ja, weil Liebe fühlt sich nachher an. Liebe ist das Gefühl von Erfüllung. Aber zuerst muss Erfüllung da sein. Und ich sehe mich so oft in Nicht-Erfüllung. Gerade deswegen arbeite ich so gerne mit Partnerschaft, ja, weil da ist das Erste, was ich zeige, ist mein Mangel und meine Nicht-Erfüllung, meine Nicht-Geliebtheit, meine Nicht-Unterstütztheit, meine Nicht-Gewolltheit. Reflektiert sich immer in diesen Partnerschaften, solange ich mein altes Branding noch aufsetze und meine Geschichte, wo ich mein absolutes geilste Manifestation wieder in Arsch gefahren habe, findest du auf meinem YouTube-Kanal, habe ich alles damit geteilt, weil
es ist jederzeit möglich, aus meinem I am Brand wieder auszusteigen und in meinen I am Human Design nicht gut genug Brand wieder einzusteigen, weil es so bekannt ist, weil ich ja mein ganzes Leben und die ganze Gesellschaft ist auf diesem eingeschränkten, nicht gut genug Brand aufgebaut. Jederzeit. Und es ist auch in Ordnung, wenn ich hin und her switche und es mir wird immer wieder klarer, dass ich immer noch Lügen über mich glaube, dass ich immer noch glaube, etwas ist nicht gut genug, etwas müsste anders sein, um gut genug zu sein. Und das ist der Weg, das ist der Weg. Und mein neues Programm heißt, ich bin mein Brand, ich bin mein Brand, ich bin der Brand, ich bin der göttliche Brand. Ich weiß noch nicht genau, wie es heißt, aber es geht wirklich nur darum, um so tief einzusteigen in das Thema, ich bin. Und dann eben noch ein Brand, eine Marke, damit mein Verstand versteht, wie wichtig ich bin, dass alles aus mir und so wie ich es brande, so wie ich meinen Namen draufschreibe, auf jeden Gedanken schreibe ich meinen Namen drauf, auf jede Ansicht ist mein Name drauf, überall ist mein Name drauf, ich bin überall drin in meiner ganzen Welt. Und wenn ich das nicht mag, dann mag ich mich selber nicht und dann kann ich so viel Selbstliebe versuchen zu kreieren oder zu empfinden. Aber das ist nur so ein kleiner Teil. Ich muss komplett all meine Ansichten so hintransformieren, all meine Überzeugungen, dass ich sage, ja, und das bin ich. Und da stehe ich dahinter. Und das ist genial. Und hier bin ich genial. Aber nicht, ich stehe gegen etwas. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Das funktioniert so nicht und so sind wir halt oftmals gepolt. Aber Nike sagt auch nicht, ich bin gegen Unsportler. Ich bin gegen Faule. Der Slogan von Nike ist, just do it, just do it. Das ist das Beispiel, das mir reinkommt. Aber wir branden uns meistens, indem wir sagen, gegen was wir sind. Aber wirklich Branding im Marketing sagt nur, wofür man steht. Und ich bleib dabei und ich bleib dabei und ich bleib dabei. Und dafür stehe ich. Das bin ich. Das ist mein Brand. Das ist meine Erfüllung. Und das muss jeder für sich selber rausfinden und entscheiden. Auf Basis von Divine Design. Viele versuchen das auf ihrem Human Design Chart rauszufinden. Viele versuchen, sich wiederum von anderen zu sagen zu lassen, was überhaupt nicht funktioniert in Abhängigkeit von Zeit und Geburtsort aus einem Human Design Chart rauszufinden, was mein Brand ist. Überleg dir das doch mal. Das kann doch nicht sein, sondern du, ganz alleine, ohne dass dir jemand irgendwas vorgibt in Abhängigkeit von wann du geboren bist, in Abhängigkeit von irgendeiner Bedingung, bist du. Und es geht nur darum, dass du bist und dass du deinen Brand verkörperst. Und nicht in Anlehnung an irgendeine Astrologie oder sonst eine Vorgabe, sondern so klar und rein wie ein Kristall, wie ein Diamant bist du. Und da gibt's keine Vorprädispositionierung oder Vorkonditionierung. Da ist nichts, da bist du rein, fein, wunderbar, in absoluter Erfüllung. Und da müssen wir hinkommen. Und das ist eine Mindset-Arbeit. Das ist im Kopf, weil unser Kopf eben diesen alten Human Design Brand immer wieder postuliert und sagt, ey, du bist aber das und das kannst du nicht. Und hier bist du nicht gut genug. Und schau mal, wie du da wieder versagt hast. Diese widerliche Human Design Stimme, die mir immer wieder einreden will, dass irgendwas nicht in Ordnung ist und dass irgendwas besser oder anders sein muss, damit es besser ist. Sei ich so bescheuert, oder? Also, ihr lieben Schatzis, ich zeige euch jetzt mal noch, wo ich hier sitze, während ich hier mit euch rede. Einfach fehlerfrei, völlig in Ordnung. Nichts muss anders sein. Alles so, so gut. Lasst euch meine Worte einsinken. Es sind ja nicht meine Worte, sondern es sind göttliche Worte. Das sind divine
designt, göttlich designte Downloads, Informationen der absoluten Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Und die kommen dann halt raus, wenn der ganze Shit deaktiviert ist, den ich mir sonst immer so noch erzähle. Und das kannst du auch für dich haben. Ich habe das auch nicht die ganze Zeit. Aber wenn ich mich hinsetze und wenn ich sage, so, jetzt wird wahrhaftig und Wahrheit gesprochen und ich mache das jetzt, weil ich dazu da bin, weil das mein göttliches Design ist, weil ich diese Informationen, weil die da sind für jedermann von uns und wir müssen nur lernen, sie auszusprechen und genauso normal drüber zu sprechen, wie wenn ich sage, jetzt war wieder mal schlechtes Wetter angesagt, oder in den Nachrichten haben sie wieder über dies und jenes Drama erzählt. Da habe ich ja auch kein Problem, das weiterzugeben, aber die wahrhaftige Informationen über das, wer wir wirklich sind und wie wir hier gedacht sind und wie wir hier leben dürfen, sollen, müssen, das sagt irgendwie, sagen das zu wenig. Alle verschleiern das noch irgendwie und hängen es an irgendwelche Bedingungen, aber es gibt keine Bedingungen. Es bin ich, ich bin, ich bin bedingungslos, bedingungslos. Ich bin super toll und perfekt und ich muss nichts mehr dazu lernen. Ich muss keine Strategie mehr kennen. Ich muss keine Ausbildungen mehr machen aus dieser Position heraus, dass ich nicht gut genug bin. Das machen wir ja auch immer. Aber wenn ich was lernen will oder mich was interessiert aus der Position, ich bin einfach absolut mega genial und ich pushe mich jetzt auch noch, keine Ahnung, als Friseurin oder als Marketing-Spezialistin oder als Coach pushe ich mich noch out, zeige ich mich noch, drücke ich mich aus, weil mir das gefällt und Spaß macht. Dann ist es etwas anderes. Aber wie viele Coaches begegnet man immer wieder, die anderen Leuten sagen wollen, wie sie besser werden und selber noch glauben, sie sind nicht gut genug? Weil sie von diesem Weltbild, weil sie von diesem Human Design Weltbild heraus versuchen, etwas, was schon perfekt ist, gut zu machen. Das geht einfach nicht. Du bist perfekt und das muss man wissen. Und daraus entstehen die Dinge, daraus entsteht Gesundheit, Manifestation von Geld und allen schönen Sachen. Aber diese auf absolut verlorenem Boden versuchtes Manifestieren aus dem Brand, aus dem Standing, aus der Position heraus, irgendetwas fehlt und deswegen muss ich es manifestieren, wird einfach niemals funktionieren. Mit diesem Reim schließe ich dieses Video. Bis dann!